Die Blockflöte ist ein sehr altes Musikinstrument, man könnte sagen mit eins der ältesten. Dieses Design wurde vor rund 300 Jahren entwickelt, eine barocke Blockflöte, wie wir sie heute kennen. Das ist alles schön und gut, wunderbar. Sie klingt auch ganz nett, aber ist es wirklich ein Design, ein Instrument für die heutige Musik, für das, was wir auch im Radio hören? Diese Gedanken habe ich mir vor rund 4 Jahren dann ganz intensiv gemacht und habe mir überlegt, in meiner Funktion als Musiker einerseits und andererseits auch als Instrumentenbauer zusammengenommen, man könnte doch einmal versuchen, eine zeitgemäße Blockflöte zu entwickeln. Mollenhauer als ein Unternehmen im Holzblasinstrumentenbau mit über 190-jähriger Tradition hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte zunehmend auf die Herstellung von Blockflöten spezialisiert. Hier gibt es als bekannteste Variante den Vertreter der Schulblockflöte, mit dem viele sicherlich schon in frühester Jugend in Kontakt gekommen sind. Daneben haben wir aber auch Instrumente für Fortgeschrittene, wie wir hier einen Vertreter haben, nämlich die Altblockflöte. Unsere Blockflöten werden auf der ganzen Welt gespielt, natürlich vorrangig in Europa oder Deutschland, dem Mutterland der Blockflöte, aber zunehmend mehr auch in Amerika oder vor allem auch Asien. Neben diesen Instrumenten spielen immer mehr moderne Instrumente eine Rolle. Hier haben wir in diesem Jahr eine besonders herausragende Neuheit, nämlich unsere Elodie. Wie man diesem Wort schon entnehmen kann, Melodie, aber auch ein E am Anfang, nämlich E wie elektrisch. Und hier haben wir neben diesem cool innovativen Design eine Besonderheit, dass man mit diesem Instrument nämlich entsprechend elektronisch verstärkt oder auch mit Effekten bereichert auf die ganz große Bühne gehen kann. Dieses Design wurde vor rund 300 Jahren entwickelt, eine barocke Blockflöte, wie wir sie heute kennen und in Kopien natürlich liebend gerne spielen im Unterricht und im Konzert. Ich musste weg von dieser traditionellen Formgebung. Und nach langer Entwicklung ist es gelungen, hier in diesem Instrument, was wir jetzt Elodie nennen, ein Instrument zu entwickeln, was eben nicht mehr rein rund ist, sondern durchaus auch Ecken und Kanten hat, wie wir hier sehen können. Und vom Design her bei diesem Modell durchaus natürlich für Rockmusik zum Beispiel oder für den Metal-Bereich oder für Heavy Metal zum Beispiel zu gebrauchen ist. Bei diesem Instrument können wir trotzdem nach wie vor ganz traditionell spielen, also durchaus auch die alte Musik, ich mach's mal vor. Das klingt so wie früher, sieht nur ein bisschen anders aus. Natürlich ist das nicht alles bei diesem Instrument. Wir können das Instrument nämlich auch als E-Blockflöte verwenden. Und das ändert dann den Klang, die musikalische Einsatzmöglichkeit komplett. Die Blockflöte wird zu einer E-Blockflöte, wenn ich sie natürlich an eine Verstärkeranlage anschließe. Dazu brauche ich einen Anschluss und der befindet sich bei diesem Instrument hier an der Seite. In die Wand dieses Instrument eingebaut ist ein Tonabnehmer und den verbinde ich jetzt mal ganz traditionell mit einem Kabel. Plack. Das andere Ende des Kabels sieht aus wie ein herkömmlicher Gitarrenstecker und diesen Gitarrenstecker kann ich nun in meinen Verstärker oder in ein Effektgerät anschließen. Fertig. Mit dem Anschluss dieses Kabels ist die Elodie nun zur E-Blockflöte geworden und ich kann beispielsweise mit anderen sehr lauten Instrumenten einer Band mitspielen. Früher war das eigentlich nicht möglich, denn man musste eine Flöte immer mit Außenmikrofon abnehmen. Dann hatte dieses Mikrofon allerdings auch die anderen Instrumente aufgenommen und es ergab einen heillosen Klangbrei. Bei der Elodie nun ist der Tonabnehmer nach innen gerichtet, das heißt, er nimmt wirklich nur den Ton der Flöte auf und diesen Ton kann man dann per Kabel in die Effektgeräte schicken. Ich zeige euch nun mal am Anfang, was man damit machen kann, je nach Stil natürlich unterschiedlich. Wir hören mal am Anfang, sagen wir mal, ein Echo, einen Hall und einen leicht psychedelischen Klang
für den Einstieg. Oft hat eine Blockflöte keine Klappen, aber die Elodie hat deren drei. Das hat ziemlich viele Vorteile. Der Tonumfang wird nämlich größer, es ist mehr Stabilität im Ton und ich komme bei so einer Altflöte runter, die Fachleute werden es jetzt wissen, zu dem tiefen E, was gleichzeitig nämlich die tiefste Saite der Gitarre ist. Und damit kann ich auch im Bandkontext unheimlich praktisch mitmachen. Die Elodie gibt es in verschiedenen Designs, das haben wir den E-Gitarren abgeguckt. Je nach Geschmack und Einsatz gibt es da alles Mögliche. In diesem Fall zum Beispiel wie ein Raumschiff in einem Weltall schwebend, die Elodie Space. Die ist so gestaltet, die hat hier einen Mond, verschiedene Sterne, Metallicfarbe und sogar kleine Strasssteine. Das heißt also, wenn da Sonnenlicht oder Bühnenlicht drauf fällt, beginnt das Ganze unglaublich zu funkeln und entwickelt ein ganz tolles Farbenspiel, was natürlich auch zu der Musik sehr gut passt.